Hallo, liebe Freunde der Panzerfahrschule. Wir fangen an mit unserem World of Tanks Let's Play in einer neuen Aufnahme. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie der Sound sein wird. Das muss ich vielleicht noch im Spiel ein bisschen einstellen. Ich wollte halt auch nicht unbedingt einen Soundcheck machen in der Beziehung, weil sobald ich losfahre, kriege ich ja wieder Erfahrung. Deswegen hier alles nochmal so ein bisschen uneingestellt. Aber unsere Stimmen sind eingestellt. Wenigstens das. Ja, das sollte gehen. Auch von mir ein schönes Hallo. Und wir haben ja jetzt das letzte Mal den T2 freigeschaltet. Ich würde sagen, mit denen rauschen wir als erstes los. Tier-2-Fahrzeuge spielen sich schon ein bisschen anders. Die halten noch mehr aus. Rutschen dann natürlich hoch bis Tier 3. Also wir werden noch ein paar neue Gegnerfahrzeuge sehen. Und da tauchen dann auch unter anderem solche Sachen wie Tank Destroyer und Artillerie auch zum ersten Mal auf, wenn man da Pech hat. Also es ist ein bisschen mehr Bewegung mit den T2-Fahrzeugen drin und zur anderen Seite kommt aber auch mehr Strategie hinzu. Also wir zum Beispiel in unseren leichten Panzern sollten zusehen, dass wir die feindliche Artillerie drankriegen, möglichst nur andere leichte Panzer uns als Gegner suchen, die schweren ganz meiden, aber das kommt, glaube ich, in so einer Runde hier nie vor. Die schweren Panzer kommen, glaube ich, erst mit einem Tier-3-Fahrzeug, ne? Wenn dann der französische B1 das erste Mal um die Ecke kommt. Ah, na gut, genug geredet, wir fangen mal an. Panzerkampfwagen 2 und dein. Ja, den Panzerkampfwagen 35T. Ich werde den amerikanischen Panzer, den wir da noch haben, verkaufen. Aus dem Grund, dass ich die amerikanischen nicht unbedingt fahren möchte. Wir machen dann quasi so eine russisch-deutsche Sache. Deutsch-russische Freundschaft. Genau. So, fangen wir an mit unserem Panzerkampfwagen 35T. Würde ich sagen. Und ready. Ja, die Musik ist schon ziemlich laut von World of Tanks, aber ich glaube, das geht noch. Auch ein bisschen leiser sollte es vielleicht machen. Dann können wir Oh, gleich. wir sind ja mit dran oben dabei. Ja, da können wir die Gasse des Todes fahren und dann gucken wir mal, wie wir das überleben. Ja, ich überlege, ob man. Ob einer quasi, du hältst mehr aus, du hast die bessere Panzerung mit dem 35T. Dass du direkt Gasse fährst und ich versuche da mal reinzuflanken von der Seite. Quasi über den Platz huschen und dann vielleicht von hinten oder in die Seite rein. Ich hau gleich den Leichttraktor eins auf die Fresse, der geht mir jetzt schon auf den Geist. Ja, sowas Spam-mäßiges nervt. Ja. Oh, das ist laut. Ja, auf jeden Fall, wenn wir schießen, werden wir es mitkriegen. Verdammt, ich habe hier die falschen Einstellungen noch drin. Ah, ich kann mir hier die Namen nicht anzeigen lassen. Normalerweise habe ich es jetzt umgestellt, dass ich. Oh, was macht denn der T46 da? Über Alternativtaste mir die Namen von den Leuten anzeigen lassen kann, aber das habe ich jetzt gerade nicht mehr drinne. Wo fährst du eigentlich lang? Ich dachte, wir fahren Gasse des Todes. Ah, du flankst da rein? Nee, du stehst in einem Haus. Ich stehe oben. Ich habe die ersten schon ein bisschen behaart. Ah. Aber ich kann dir sagen, so M2 MT, nie lustig. Wow, voll daneben. Und Rückzug. So, jetzt kommt die Silbe. Ich krieg hier den überhaupt nicht kaputt, ne? Ein Panzer 2. Ja. Ich komme nicht Hamster. durch. Der Hamster kriegt gleich das Fressbrett. Ich sehe ihn jetzt auch nicht. Wo ist der? Ist weg. Es hat sich verzogen. Ach, komm, blöde Lampe. Fahr um. Oh, ich krieg komm, die Lampe nicht an. Oh, crap. Jetzt bin ich den Leichttraktor in die Ketten gefahren. Ah, oh, jetzt bleibt er auch noch stehen. Naja. Schnell den Panzer vor da vorne. Oh ja, der Turm. Der Turm ist weich. Crap. Mir ist die Kette kaputt. Naja, egal. Als weiter drauf. Ja, wir hätten uns noch ein Reparaturkit holen sollen. Obwohl, bei den Runden lohnt das nicht. Ja, jetzt haben wir unsere Kette wieder repariert. Die repariert sich nach einer Weile selber.
Was sich leider nicht repariert, ist, dass der Commander blutet wie Sau. Er ist aber wenigstens nicht tot. What the fuck? Friendly Base captured? Naja, ein paar sind unterwegs. Ja, solche gehen. Oh shit. Oh, das ist gut. Ich habe genau den Turm erwischt. Ich nehme mal den Leichttraktor als Deckung. Ja. Wenn er schon vorfährt, dann kann er auch genauso gut als Deckung dienen. Ja. Rammen! Crap. Wo kriege ich jetzt Feuer? Ach so, da. Oh Gott. Also die Seite... Ja, 35T. Ja. Stabil. Ja, extrem stabil. Und jetzt hat er mich kaputt gekriegt. Oh, ich habe ja auch böse was abgekriegt. Wow. Ja, so kann man da noch reinfahren. Moment. Sehr schön. Okay. Weg damit. Vorsicht von hinten, oder? Nee. Entschuldigung. Killing spree. Ja. 7 Kills. Das ist schön. Ich habe keinen Kill. Hm. Interessant. Naja, ich bin auch durch nichts durchgekommen. Was hast du drauf? So eine Schnellfeuer-KWK oder was? Ja. Ja. Oh, schade. Ja, das wäre böse gewesen. Ich muss immer noch rausfinden, was das Hellblaue bedeutet. Da ist aber ein gegnerischer Panzer unterwegs, der hat genauso viel Kills. Also so gut wie. Ja, ich sehe schon. Der Valerie oder wie der heißt. Ich weiß nur nie, was der fährt. Ja, er ist jetzt raus, von daher ist es egal. Ansonsten sind es, glaube ich, zwei Leichttraktoren. Ah, der hatte hier ein Special Tank, glaube ich. Ja, lebst du noch? Nee, ich bin schon lange raus. Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Nee, der 35T, den hast du ja zerstört und der hatte mich ganz kurz vorher, hat er mich erwischt. Ah, Mist. Ich habe ihn zweimal an ihm abgeprallt, ich konnte ihn quasi nicht auseinandernehmen. Deswegen gucke ich dir gerade zu, wie du da rumfährst und die Base einnimmst. Ja, ich warte, dass hier mal irgendjemand ins Heck rollt oder sowas. Nee, der FT-12 und der Leichttraktor sind beide oben auf dem Berg. Nur der dritte Leichttraktor ist interessant. Da weiß ich gerade nicht, wo er ist. Ja, war lange her. Da ist der Leichttraktor weg. Zumindest einer. Das ist der oben auf dem Berg. Irgendwo muss nämlich noch einer sein. Ich glaube, die werden ziemlich defensiv sein. Ja, hinter dir. Ja, drehen. Ich würde noch ein Stück weiter drehen. Hier ist ein Chassis. Ja, gib ihm, zerleg ihn. Ah, du darfst ja keinen Schaden kriegen wegen Capture Points. Ich glaube, du kriegst hier Mastery Badge Ace. Guck mal. Ja, Capturchen zu Ende, ja, hä? Wäre jetzt sinnlos wegen dem Leichttraktor. Ja. Capturchen ist vorbei. Und ja, gut, ich habe gerade mal 500 Erfahrungspunkte gekriegt. 1850. Boah. ich habe bekommen Panzerass, Richtschütze, Leclerc-Medaille, Karius-Medaille, Bitter, K-Medaille, Eroberer und Krieger. Ich habe Master Gunner und Mastery Badge 3. Cool. Ja, ein bisschen was, aber wie gesagt, irgendwie hattest du da ein bisschen mehr Schwein. So, und da hast du 3A freigeschalten. Das ist krass. Also, so, Leute, das war eine epische Runde. Ja, für mich nicht. Sowas habe ich, also auch mit einem T2 noch nie hingekriegt. Das war schon ein Haufen Schwein. Kam nur noch 10.000 Credits hinzu. Boah. Ja, ich hole uns dann mal die größere Gun Richtung 38T. Die hat ein bisschen mehr Penetration, aber die 2 mm sind dann auch egal. Und dann holen wir uns noch den verstärkten Turm. Und die Ketten. Ganz wichtig, sonst kommen wir nämlich kein Stück voran wahrscheinlich. Und jetzt könnten wir uns noch das Funkgerät holen. Ja, komm. Ach, kannst du schon das erste Funkgerät holen? Ja, ich hab quasi jetzt alles bis auf die... Schnellfeuersachen, die habe ich erstmal gelassen. Die sind nicht so mein Fall. Ich ziele da lieber eher. Ich kriege das mit denen nicht so gescheit hin, deswegen habe ich mir die Einzelschuss.
Ja, ich habe nur Schnellfeuer, deswegen habe ich eine drauf. Ich habe jetzt die 112er, die Langrohr. Und die Funkgeräte sind leider ein bisschen teuer. Da sind 306. Ich habe lieber erstmal den Panzer 3A freigeschaltet. Dann kommt's nächste. Verstärkte Ketten. Ich muss mal überlegen, ob die dann weniger kaputt gehen, aber ich glaube nicht. Und werden mehr HP haben. So, den neuen Turm drauf. Hä, der sieht genauso aus. Oder? Ja, der sieht genauso aus, ist aber verstärkt. Und das. Ah, nee, das Eiserne Kreuz sitzt woanders. Die haben den nur umlackiert. Ah, deswegen ist er stärker. Ja, das Eiserne Kreuz sitzt jetzt eher in der Mitte als hinten. Okay. So. Jetzt gucken wir mal noch, ob wir noch Munition haben für die ganze Aktion. Ich glaube es gerade so. Ja. So, jetzt haben wir hier. Ja, können wir noch gerade noch mal eine Runde fahren. Vielleicht kriegen wir ja was Gescheites bei rum. Gleich dieselben nochmal. Ja, ich Ja. meine, wir haben ja gesagt, wir fahren die Deutschen. Ja. Dann lass uns dann auch die Deutschen fahren, wenn wir schon können. Ja. Das ist schon mal nicht mehr so schön. Also nicht so Oh schön wie ne, eben. ganz viele 35 T. Ja, das wird lustig zu knacken sein. Ich komme jetzt durch 42 statt durch 40 mm Stahl durch, aber ob das jetzt so viel bringt? Ja, das sei mal Da dahingestellt. hat einer seinen T2 Leichttank in Camouflage verpasst. Also hier so eine extra Lackierung. Okay. Manche Leute haben entweder zu viel Geld oder. Ich weiß nicht. Vielleicht wäre den auch so Gag schon seit ewigen Zeiten, aber komisch ist es trotzdem. Ja, wenn er sich's leisten kann. Ja. Ja, bei der Map, wie machen wir Ich habe keine Ahnung, ich das? würde runter ins. Ich fahr durch. Wo durchfährst du? Runter Richtung F8. Bisschen Deckung nutzen und aber noch ja nicht die Rampe hochfahren. Ne, die Rampe fahre ich nicht hoch. Vergiss es. Ich werde einfach hier mich in die Häuser als Deckung stellen. Ja, das hatte ich auch ungefähr vor. Ein bisschen weiter vor. Obwohl, Artillerie haben wir ja nicht. Von daher, was soll's. So, ich verstecke mich dann gleich mal hier irgendwo. Steck mir eine Kette hier so am Haus. Oh, wir haben Traktormotor eingebaut. Bisschen Spanisch abmunitionieren. Nice. Ich habe ihn böse getroffen anscheinend. Oh, rechts oben haben wir jetzt die ersten. Da ist auch der erste Medium. Ja, okay, das ist mir relativ Jacke, weil da komme ich nicht dran. Der FT-17 sitzt das aus. So. Falls ihr euch erinnert, als wir damals gestorben sind. Stand die ungefähr in derselben Position wie der Leichttraktor. Oh, das ist nicht wahr. Gerade eben der da. Und jetzt ist der weg. Und das wird der witzigste. Das witzigste daran ist, ich habe ja schon zweimal jemanden angeschossen und auf böse viel Prozent runtergebracht, aber bis jetzt kein Kill. Nö, hab ich auch nie. Ist auf der Map auch schwierig, weil, naja, so die mit der hohen Reichweite die Sachen hat man eigentlich noch nie. So, jetzt. Oh, geil. Ich schieße die Mauer kaputt, hinter der er sich versteckt hat, und ein anderer zerstörten. Das ist nicht euer Ernst, oder? So, Wayne, ich roll hoch. Kannst mir ein bisschen Deckung geben, wenn sich mal was zeigt. Ne, da zeigt sich nichts. Der eine 35T sitzt so hinterm Stein, da komme ich wahrscheinlich nicht dran. Obwohl. Da zeigt sich nichts. Die haben Angst. Ich komme einfach mit hoch. Ja, da war ich da oben. Ja, warten der Steht Senke. E4-0, also jetzt, ja. Ja, vor allen Dingen davon von den 4-0 habe ich drei angeschossen bis auf 20. Oh, du blöder FT. Jetzt dieser scheiß Franzose. Also, französische Panzer ist das ja, aber. Fährt er einfach rückwärts in mir voll rein. Ich bin nicht schnell. Also, schnell ist definitiv was anderes. Oh. Ich roll gerade ein Stück zurück. Sehr schön. Ja, das hat er sich auch gedacht. Ich habe endlich mal einen Kill. Yay. Das war die Kette. Deine oder?
Ja, es geht, meine Kette ist halt unter Motors getroffen. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ja, ich rolle schon unterwegs. Ich musste nur zwischendurch anhalten, um den Ja. Leichtrock dort zu vernichten. 7 zu 2, das ist auch schon mal nicht schlecht. Da ist eine Motor. Oh, da bin ich raus. Schade. Schade, schade. Ich habe den 35T fast kaputt gemacht. Der Panzer 2 hatte nur noch 25% und den anderen habe ich gekriegt. Das blöde Franzosending schießt auf mich. Ach, vor weiter. Das Ding ist ein T1. Ja, aber mein Heck ist trotzdem nicht so das Stärkste. Obwohl. Also, da, ich glaube, da beißt du schon eine Weile dran. Ja, momentan ist das Schwierigste, das Ätzendste eigentlich, dass er mich aufklärt. That's gotta hurt. Hehehe, ich sehe seinen Turm. Den, vielleicht den 35T links. Obwohl, nee, der wird defensiv kommen. Oh, nee. Der fährt nicht defensiv. Ah, Mist, ich treffe nicht. Auf die Kette unten. Enemy armor is destroyed. So. Schön. Na, ja, spammt einer gerade wieder zu. Ja, das ist schon mal für mich definitiv eine Neuerung. So viel Schaden haben wir auch nicht gekriegt, von daher sind wir eigentlich ganz gut dabei. Rollen vor. Oh, Nitro-Einspritzung von 35T. Oh, den wollte ich gerade holen, den H35. Wie not go. Hotchkiss. Ach, das ist der Hotchkiss. Ich kann mir das nicht so richtig merken, was sich dahinter immer verbirgt. Oh, ein Tier-2 ist noch irgendwo, wahrscheinlich ein 35T. Ja, wahrscheinlich irgendwo, entweder in der Festung oder dahinter der Mauer. Irgendwo, wo man ihn, wo er mir richtig auf den Sack geht, bevor ich ihn sehe. Beziehungsweise bevor ich, er will unbedingt Warrior haben. Das ist mir doch egal. Hat er Pech. Muss er früher aufstehen. Muss sich mehr anstrengen. Anscheinend nicht hier. Schade. Wo versteckt der sich denn bloß? Don't cap kill them all. Ja, wenn ich besonders dumm vorgehe, oh. Der ist doch inaktiv. Looks like that one went right through. Ich habe nur Schaden gemacht, aber ich habe ihn nicht vernichtet. Schade. Ja, 387 Erfahrung, das gab weniger als eben. Ah ne, halt. Eben hatte ich zweifach Bonus. Doppelbonus. Ich habe 500 so gekriegt. Für Schaden machen halt. Ja,